der letzten Episode. Ja, oder Boon. So, können wir das jetzt basteln? Ach, die Überlebensfertigkeit reicht nicht. Verdammt, brauchst du ja auch noch. So, das müsste ja funktionieren. Genau. Was ist los? War das so hoch, echt? Ja, da gehen sofort die Punkte runter. Echt, trink halt das Wasser. Toll. Aber wenn du dann ertrinkst, dann verlierst du Punkte, was? Wir haben jetzt... Nein, das ist falsch. Ja, steck die Fäuste weg. Wir haben 6000 Kronkorken. Ich habe Sachen, die repariert werden müssen. Alles klar, dann unterschreiben Sie bitte hier, hier und hier. Okay, und zwar Akkupistole. Wie viel brauchen wir dafür? 4171, echt. Ja, aber es hilft nichts. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Fallout New Vegas, eine Folge 27. Ja, wir sind an der Mojave Outpost. Oder wie heißt das Ding? Dingeskirchen hier auf der Karte. Genau, Mojave Outpost Baraka. Die Barracks. Das ist das Fernziel. Wir gehen vielleicht mal zur Ranger Station Alpha und versuchen mal hier rüber zu kommen. Mal gucken, wie gut das klappt. Ja, bitte. Bitte was? Ede, was machst du bitte für Geräusche? Tab. Hallo? Nee, rechte Maustaste ist hier raus. Ja, irgendwie gibt es hier 12.000 Tasten, mit denen man rein und rauskommt. Karte heißt. Eigentlich schon richtig. Ach, ich bin echt ein Idiot. Mensch. Jedes Mal, wenn ich hier Fallout anfange, bin ich erstmal wieder heillos verwirrt. Naja, das sind diese Seelorke wieder. Die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Wir nehmen wahrscheinlich die Seelorke da vorne ins Visier. Ja, nix. Gut. Vielleicht ja auch da vorne. Naja, unser Schweißer ist dabei. Falls der Ede kaputt geht, kann er den wieder zusammenflicken. Kein Problem. Wow, 0%, das ist eine Hammerquote. Jürgen, versuch's gar nicht erst, okay? Genau. Kritischer Angriff. Der andere ist auch schon platt, okay. Lake Lurk Fleisch. Wie schwer ist das? Oh, Rad, das ist natürlich der Hammer. Nee, danke. Ist dann doch nicht so interessant, wie es erstmal klingt. Also der ist komplett leer, okay. Ja, wir ziehen natürlich meandernd durch die Gegend, nicht ganz so zielstrebig. Mit P, wohlgemerkt. Ja. Was für schöne Geräusche hier. Vielleicht sollte man mal speichern. Hat doch keinem geschadet, glaube ich. Das Hotel da drüben sieht auch sehr interessant aus. Ich nehme an, das ist ein Hotel. Vielleicht ist es aber auch ein Tagungsgebäude. Es wird aber hier niemand Böses angezeigt, niemand Rotes. Ah ja, interessante Felsen. Kommen wir da irgendwann ans Ziel oder ist das eher nur so? Könntest dahin, wenn du fliegen könntest? Ja. Das hört sich schon beruhigend an. Fancy Let's Kuchen, okay? Kartoffelchips. Warum gibt es da oben Wolken? Was ist das für ein Magazin? Das Jungs-Magazin Let's Live. Ist das was man direkt lernen kann? Nee. Überleben plus 10. Das ist dann halt so ein Kurzzeitmagazin.
Das hat aber jetzt keinen Namen, das Ding hier. Oh ja, großes verbranntes Buch. Ist natürlich schon sehr verlockend. Okay. Das klingt schon sehr vertrauenserweckend. Was ist das da drüben? Keine Ahnung. Wir waren da noch nicht. Okay, ich will jetzt eigentlich dann auch nicht zu weit vom Weg weg abschweifen. Ja, vielleicht kann man die Straße hier oben einfach normal weitergehen. Ist etwas windig hier oben. Also Straße in Anführungsstrichen. Das ist mir so ein schwurbeliger Weg. Was? Campingplatz, Mountain Shadows. Gut. Ich meine, Location ist eine Location. Das ist natürlich schon praktisch. Koffer. Noch ein Negligé. Naja, gut. Man hat das irgendwelche Schutzwert oder so. Man kann das ja vielleicht reparieren. Naja. Kronkorken. Ja, da haben wir jetzt auch nicht mehr so viele. 15, 19, wir hatten mal... Oh, guck mal. Eine leere Flasche, okay. Wir hatten mal 4000, aber dafür haben wir jetzt halt eine tipptopp Akkupistole, ja. Die war sowieso schon ein bisschen angematscht. Improvisiertes Bett. Müssen wir pennen? Nö, müssen wir nicht. Okay. Was? Fleisch und Bohnen. Ich wollte doch gerade sagen, die Dose sieht zu aus. Ja, das sind ruinierte Bücher. Was ist das wieder für ein Magazin? Der moderne Arzt. Ein leerer Koffer. Ein echtes Bett? Das ist natürlich sehr einladend. Ja, aber ansonsten sehe ich jetzt hier tatsächlich nicht so extrem viel. Okay. Dann lass uns mal. Ist das ein. Naja, für ein Hotel ist das schon eine sehr merkwürdige Lage. Das muss man ja schon fairerweise zugeben. Was ist mit dem da unten? Ah! Hast du dir sogar wehgetan, echt? Okay. Das gehört ja alles zusammen, okay? Ja, nee, Blechdosen braucht man dann doch nicht. Ich nehme lieber hier das ganze Schweinefleisch mit Bohnen mit. Zuckerbomben. Warum lässt jemand das ganze Fleisch mit Bohnen zurück? Ich bin ja ganz schön stark, meine Güte. Was ist denn hier los? Etwas Auto in die Luft heben. Weg mit der Karre! Wollt ihr öffnen? Nö. Okay. So, wir gucken. Achso, Karte gibt es ja mit M nicht. Natürlich nicht. Ja, es müsste eigentlich so in die Richtung irgendwie über den See gehen können. Ja, über den, naja, See. Das ist, glaube ich, ist das nicht der Staudamm? Wir müssen erstmal gucken, wie wir wieder rauskommen. Das ist gar nicht so einfach. Drüben ist ein Lager, okay. Zwei Opunzchen. Okay. Ist das eher ein Kala oder was ist das? Ich denke mal, das ist wahrscheinlich eher ein K. Aber da drüben ist auch noch sowas. Campingplatzmäßiges. Scenic Overlook, ah ja. Der Ausblick. Der landschaftliche Ausblick. Ach so, weißt du was? Da drüben gibt es wieder. Ja, okay, gut. X ist hier die falsche Taste. Ja, du hast doch so viel davon. So. Haben wir die Dosen einfach mal gegessen. Und Rat gewonnen. Oh, Kippen, geil. Ist das? Noch ein Jungsmagazin, joho.
Naja, die Ja und Nein und je, je, je. Die Haarklammer nehmen wir mal mit. Haben wir eigentlich noch das Scharfschützengewehr? Das wäre doch jetzt mal was, das auszupacken. Präzisionsgewehr, genau. Das ist ja der Hammer. Oh, du schwankst aber gut, meine Gute. Und da ist er weg. Hast ihn aber getroffen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der ist lustigerweise weg. Kommt der dann wieder aus dem Wasser raus, oder was? Ich sehe den schon echt. Der Ede direkt über dem Wasser. Jetzt hammern. Ah, du kannst echt nur zweimal. Okay, dafür ist... dafür ist natürlich genau das richtige Gewehr. Nicht die kostbare Munition verschwenden hier. Nein, nicht den... Ja, wunderschön. Wieso kann ich nur meinen eigenen Kollegen angreifen? Ja, dann lass es halt. Ede. Ja, natürlich. Das Fatz ist echt gekloppt. Jetzt, Dankeschön. Ede, was machst du unter Wasser? Halt. Toll, er ist leer. Also ich dachte, der Buhn trinkt auch davon. Komm, trink weiter. Fehlen ja noch ein paar Trefferpünktchen. So, das mache ich auch gerade mal. Mir fehlen auch schon ein paar Trefferpunkte heute. Okay. Wieder hoch. Ist hier noch mehr? Nö. Okay, lass uns mal darüber gehen. Das könnte ja sein, dass es ein RNK-Lager ist. So. Hey, nicht schießen. Camp Golf. Naja. Ich weiß genau, was sie hier zu tun haben. Und Stufenaufstieg, echt? 15 Fertigkeitspunkte. Warte mal. Wir hatten Wissenschaft, hat man erhöht auf 60. Wir hatten Medizin, glaube ich, dann den Rest drauf. Irgendwie sowas. Wobei Überleben war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Warte mal. 6 Punkte mal runter, dann gehen wir mal hier auf 30 hoch. Ja, machen wir das so. Und wir hatten, was hatten wir gegeben? Was hatten wir gegeben? Ja, wir waren in dieser einen Höhle, wo auch die Lake Logs drin war, aber da ist das Spiel hängen geblieben und dann hat es uns das wieder zurückgesetzt. Ich hatte, was hatte ich gemacht? Scharfschütze, Kopf eines Gegners. Genau, das war die Geschichte. So, dann haben wir das wieder. Super. Kampflos geben wir nicht auf. Super. Darauf kann sich die Legion verlassen. Das will ich auch hoffen. Ja, das will ich auch hoffen. Ach, ein Golfkart. Nee, das ist kein Golfkart. Was ist das? Hey, Boden, komm, wir steigen ein. Träne runter. Habe ich das Negligé dabei? Nur mal interessenshalber. Nein. Ja, X funktioniert halt nicht. Das ist halt falsch. Nehmen wir nicht. Gut. Was ist das? Hole 2 Par 4. Ah ja, ist tatsächlich ein Golfplatz. Okay. Das zweite Loch. Camp-Golf-Zelt. Oh, wir dürfen hier sogar schlafen. Das ist ja lustig. Doc Sawbones. Schön, Sie zu sehen. Brauchen Sie etwas? Eigentlich ja nicht. Medizinisches Material klingt aber gut. Hier ist mein Sortiment. Hast du... Na, okay, gut. Das brauche ich nicht. Ich glaube, wir haben auch selber genügend Stimmpacks, richtig? SSS. Ja, 29. Nee, danke, sorry, dann nicht. Tschüss. Madam? Doc Sawbones. Liegt hier sonst noch was rum? Nö. Sehr sauber hier.
Das muss man echt sagen. Viele Satellitenschüsseln, für was auch immer. Wahrscheinlich seht ihr. Echt, kannst du jetzt durch jedes Zelt durch? Da weiß ich schon, wer sich jetzt freut. Also alles verboten, okay. Hey, Eder. Ich könnte die Zweierkugel, na jo. Ja, das ist genau das Richtige für einen Schnitt, Tobi. Wobei manche auch etwas schneller gehen. Ah ja, guck mal. Wenn die Jungs von der ersten Aufklärung nur auf uns aufpassen würden. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Wir können da drauf zugreifen. Testterminal inaktiv. Netzwerkverbindung nicht gefunden. Hey, willkommen an Bord. Wenn die Jungs von der ersten Aufklärung nur auf uns aufpassen würden. Ja, das wäre schon was. Ah ja. Genau, kann ich noch ein bisschen rumklicken. Zahnräder mitnehmen. Altmetall entwenden. Sich unbeliebt machen. Tschüss. Vielleicht gibt es ja ein paar interessante Personen. Wer ist das? Sergeant McCready. Junge, es ist schon Tag. Was zum Teufel ist denn? Es ist Tag, Junge. Bitte. Weshalb sind Sie hier in Camp Golf gelandet? Ich bin schon seit dem ersten Vorstoß nach Vegas hier. Damals war das Lager noch heiß umkämpft. Legion, Raider, alles Mögliche trieb sich hier herum. Heutzutage verbringe ich die meiste Zeit damit, den Soldaten unter meinem Befehl etwas Disziplin beizubringen. Deswegen schläfst du den ganzen Tag hier. Was ich dachte, dass man die Nichtskönner-Verlierer hierher schickt, was machen sie jetzt, wo es wieder ruhiger ist? Lustig, genau. Nun ja, jemand muss sich um die Nichtskönner und Verlierer kümmern. Jemand muss sie einsatzbereit machen. Das stimmt. Klingt, als wären sie ein wenig enttäuscht von ihren Truppen. Enttäuscht? Wir nennen sie nicht umsonst die Eigenbrödler. Sie sind undiszipliniert, faul und haben keinerlei Chorgeist. Aus der Truppenführerin könnte was werden. Ein Jungspund namens Max. Der Rest hingegen, da sehe ich schwarz. Aber ich bringe sie schon in Form und wenn es mich umbringt. Oder nötigenfalls auch sie. Was, mich? Vielleicht kann ich helfen. Ich sehe eigentlich das Problem Pech, die haben keine Chance, wenn die Lücke... Vielleicht kann ich dabei helfen, sie in Form zu bringen. Sie können es gerne mal versuchen. Ach, verdammt. Vielleicht hören sie auf sie, weil sie nicht als Autoritätsperson sehen. Da muss ich nur die X-Taste drücken. Und wie gefällt es Ihnen so bei der Armee? Was, die Flaggen unserer Versager? Mann, das ist mein Leben. Ich bin mit 16 beigetreten und habe nie was anderes gelernt. Das klingt doch super. Das nenne ich Hingabe. Danke. Ich wünschte nur, dass es den Soldaten unter meinem Befehl ähnlich ginge. Tschüss. Ja. Ja, geh wieder pennen, Junge. Oh, jetzt bin ich wach. Jetzt kann ich auch nicht mehr pennen. Echt? Die Frau nennt sich Max. Mit GS natürlich. Wahrscheinlich eine Abkürzung. Wohnt die vielleicht hier? Oh, Seesäcke. Oh ja, oh. Oh, Edi, hier könnten wir so viel rausholen und dich reinstecken. Wo sind denn die ganzen Leute? Ede, jetzt lass mich doch mal durch. Ah, okay. Ich glaube, hier ist gar niemand. Toll. Ich weiß nicht, warum Lake Lork hier aus dem Boden ragt. Okay, das bringt so nichts. Da gibt es noch ein größeres Zelt. Ah, das sind hier Zielübungen auf dieses helle... Ach, tut mir die Augen weh. Diese Blümchen will keiner pflücken hier. Was ist das denn? Ja, vielleicht findet man die Max hier irgendwo draußen. Ich ziehe Namen nach hier nach Matt. Es ist ein langer Einsatz gewesen. Ich kann nur noch daran denken, nach Hause zu kommen. Naja, was auch immer, es interessiert überhaupt keinen. Ich weiß, vielleicht heißt er ihn Nachname Matt. Ich bin Matt. Max Matt. Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Ja, Junge. Kein Wunder, dass man über dich so denkt, wie man denkt. Tja, und das Hotel, das ist wahrscheinlich dann ein Golfhotel. Ich meine, aber der Golfplatz ist schon recht klein. Der Golfplatz ist ja meistens schon den ein oder anderen Kilometer groß. Food. Echt? Wo gibt's hier Food? Hi, Boon. Hier ist ja gar kein Food. Eine Kaffeetasse, aber die ist leer. Also, da geht's wieder raus. Oh, was gibt's denn hier?
Ein Webergrill. Braminsteak. Die sind aber noch rot. Die muss man jetzt noch durchgaren. Nee, das ist bestimmt keine Frau. Aha. Achso, das ist der Pfosten, der da rausragt. Okay. Drüben sind wieder rote Signale zu empfangen. Wie komme ich denn da drüben hin? Der Wachposten außerhalb der Sicherungsmauer, das ist natürlich auch ein Traum. Guten Morgen. Ja, oh, guten Morgen. Und wie sieht's aus hier? Hast ja da doch schon ein paar rote Geschöpfe da, die Hunde. Na ja, gut. Fange ich gar nicht erst an. Die großen und kleinen Hunde. Das Rohr leckt. Da kommt bestimmt was total Leckeres raus. Heißt ja nicht umsonst, es leckt. Ah, wollen wir mal eine Dusche nehmen, hm? Warum nicht? Ob wir nehmen mal eine Dusche. Oh, oh ja, oh, oh. Endlich mal wieder. Schon lange nicht mehr geduscht. So. Ne, warte mal, wir hatten die Lederrüstung an, oder? Ja, genau. Die hatten wir an. Richtig. Die hat halt 5 Schutz weniger, aber die ist halt doch leichter. Was natürlich viel Sinn macht, wenn man alles mit sich herumträgt. Das ist natürlich schon richtig. Hier ist gar niemand. Tatsächlich. Da oben ist wieder eine Lok. Ach, die Katzadore schon wieder. Ich schon wieder sehe, da kriege ich wieder Krämpfe. Im Hirn. Okay, kann man irgendwie in das Hotel rein oder ist das nur so eine Attrappe von Gebäude? Ah, ein Baum. House Resort. Hi. Schön, Sie bei uns zu haben. Ja, gell. Danke. Na, das hört man doch gerne. Wer ist denn von euch Max? Mit den Systemen hier können wir die Aktivitäten der Ranger in der ganzen Region überwachen. Ah ja. Ich dachte, überwacht hier die Volldeppen da aus dem Osten. Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Heißt du zufälligerweise Max? Achso, das sind unsere Kollegen da drüben, die da so rumzappeln. Ich hab grad gedacht, was sind das wieder für Idioten, die da drüben wieder nicht den Weg finden. Ja, wer könnte das wohl sein? Boone und Ede. So. Ich bin mal gespannt, ob man hier reinkommt. Wahrscheinlich ja. Hausresort. Ja, Boone, wo willst du denn hin? Schämst dich wieder, oder was? Ah, ist ja schon ein recht fürstliches Etablissement. Ah, so viele Ranger hier. Ranger. Hey, Ranger. Ranger, Ranger. Ist das? Oh ja. Krücken. Toll. So guten Ruf haben wir hier. Ist ja der Hammer. Hey, hey, Ranger. Ja, schade. Ja, eigentlich bin ich auf der Suche nach Max. Aber die Ranger gehören wahrscheinlich nicht dazu. Hallo. Selbst leuchtende Flaschen, echt. Tja. Hi. Boone. Hier kommen wir nicht weiter. Das hilft uns nichts. So, was ist mit dem Terminal? Mist. Was ist hiermit? Ich darf hier nichts, echt. Hi. Hi. Schön, Sie bei uns zu haben. Verschlossen schwer. Gut gemacht da draußen. Ja, danke. Leicht, sagen sie. Hm. Das war die Geschichte. Okay. Okay, wir machen Rather. 3 von 6 ist korrekt. Random kann es nicht sein. Rarely. Rarely. Ne, kann es eigentlich auch nicht sein. Ranger. Ranger. Auch, also auch 3 von 6. Okay. Was haben wir denn noch Schönes? Raided. Bitte warten, während System startet. Oh, ich hab's mal geschafft. Hey.
jetzt Kennwort eingeben, echt? Und das weißt du dann aus dem Kopf oder macht das gerade die Rangerin? Lucky 38, vorrangiges Leitprotokoll. Starte. Ja, starte. Muss ich selber die drei Punkte drücken oder was muss ich da machen? Dia. CMD. Nee, ich kann nichts machen, okay. Starte. Gut. Ja, ich habe mal das Lucky 38-Protokoll gestartet. Hinsetzen, nicht mal das darf, ich weiß. Machen Sie nicht das Falsche. Gut, machen wir jetzt das Funkgerät an. Hey Leute, hier brennt ein Feuer. Holz, kannst du es nachlegen? Ist das eigentlich heiß? Nö. Ist es nicht. Ja, die Kisten sind natürlich auch alle verboten, ist ja klar. Ist das? Tja, wer immer das auch ist. Hey, Boon. Das hilft uns nichts, okay. Was ist denn hier oben? Sieht ja fast so aus wie das Hotel damals in der Türkei. Verdammt, nicht mal die Kippen kann ich mitnehmen. Ja, ich habe meine Diplomarbeit. Da war ich in der Türkei kartieren und Proben nehmen halt. Mineralogische Proben. Das war halt mitten auf dem Land und da waren wir in irgendeinem Hotel. Das hatte seit von den. Kannst echt nichts nehmen. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht zu suchen. Eder? Eigentlich suche ich ja nur Person. Was ist das denn? Whiskyflaschen. Im Doppelbett schlafen, echt? Sag unser Zustand, nur mal so interessenshalber. Das Bein ein bisschen, aber ansonsten, naja gut. Hey, wann haben wir das letzte Mal im Doppelbett geschlafen? Ja genau, weg mit den Dosen. Boon, du weißt, wie man im Weg steht. Hervorragend. Kaputtes Terminal aktivieren. Primäre Energiequellen nicht verfügbar, prüfen Sie alle Kabel und Stecker auf ordnungsgemäße Verbindung. Aber ich kann es nicht reparieren. Nö, kann ja nur viel Rotes machen. Okay. Was ist das für ein Buch? Guten Morgen. Guten Morgen, ein Vorkriegsbuch, okay. Noch ein RNK-Ranger. Naja gut, das hilft uns alles nichts. Das ist wohl, glaube ich, ein Safe, den wir nicht aufmachen können. Ist auch... Okay. Wie bitte was? So viel leere Spritzen, echt? Ein OP-Schlauch. Davon darf man nichts nehmen, echt? Oh Gott, alter Schwede. Wir müssen es irgendwie mit den Rangern gut stellen. Noch mehr OP-Schläuche, okay. Nee. So. Warte mal, hier sind wir nicht hergekommen? Ja doch, hier sind wir hergekommen. Irgendwas schwebt hier. Na gut. Ist auch nicht so wichtig. Wir können hier echt nicht viel mitnehmen gehen lassen oder was auch immer. Nicht mal die Rollschuhe. Rollschuhe. Aber wenn man hier schlaft. Ich meine, das ist ja schon mal fair, dass man das darf. Schade. In Anführungsstrichen, weil wenn man hier eh alles rot ist, brauche ich ja nicht noch mehr Räume. Tja. Nicht mal die Harmonika. Leuchtet das so? Ich dachte, das wäre wieder Synchronkorken. Nehmen Sunset Zapparilla Sternekorken. Okay, das sah jetzt lustigerweise gar nicht so. Das war jetzt eigentlich Zufall. Merkwürdig. Ich habe echt gedacht, die liegen da unten. Ja, jetzt ist wieder hier vorne. Okay. Okay, das bringt uns nichts. Leider nicht. Ja, toll. Boon muss ich natürlich direkt voreinstellen. Ich bin Erster.
Okay, warte mal. Ich will nochmal in die Missionen gucken. Und zwar die Flaggen unserer mit den Eigenbrötlern über die Verbesserung des Trupps sprechen. Okay, und wenn ich auf die lokale Karte gucke, sieht man das nicht. Doch, das ist da drüben. Ach Gott. Ja, toll. In den Zelten, in denen ich nicht war. Gott. Vielleicht kann man mit den Eigenbrötlern reden. Ich weiß nicht, wie hoch ist unsere Sprache? 50? Irgendwie sowas. Könnte sein, dass es vielleicht nicht reicht. Seid ihr die Eigenbrötler? Bist du ein Eigenbrötler? Poindexter. Ich gehe davon aus, dass sie mit der Armee oder den Rangern assoziiert sind. Was kann ich für sie tun? Sergeant McRae, haben Sie hier das Sagen? Rein offiziell nicht. Da ich aber die bei weitem intelligenteste und einfallsreichste Person auf dieser Basis bin, schauen die Soldaten hier zweifelsohne alle zu mir auf. Das ist also ein Nein? Wenn Sie sich auf eine enge, beschränkte Sicht von das Sagen beschränken wollen, dann ja. Die Antwort ist nein. Sind wir fertig? Nö, sind wir nicht. Erzähl mal von dir. Aus welchem Grund? Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Sie verstehen würden, was ich zu sagen habe. Erwiesenermaßen bin ich genial. Und nach meiner Entlassung aus diesem testosterongeschwängerten, unfähigen Haufen habe ich mehr als genug Geld. Okay, Sarge McCready hat mich gebeten, ihren Trupp in Form zu bringen. Das erscheint mir höchst unlogisch. Welchen Grund sollte er für ein solches Verhalten haben? Er glaubt, dass ich besser auf jemanden reagieren, der keine Autoritätsfigur ist. Eine unerwartete Variable. Ich hatte gehofft, auf einer einfachen Welle der Mittelmäßigkeit zu einer kuscheligen Staatspension zu kommen. Jetzt kommen Sie sich nicht mehr so schlau vor, was? Ihre Beleidigungen sind weder hilfreich noch erwünscht. Ich möchte Sie bitten, sie für sich zu behalten. Nö, kommen wir zur Verbesserung des Trupps. Ich hätte eine Idee. Und was schlagen Sie vor? Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich schummeln. Vielleicht frage ich lieber noch ein wenig rum. Vielleicht sollte ich schummeln? Was? Wieso denn? Wie Sie wünschen. Ich bin sicher, dass sich die optimale Lösung bei Zeiten zeigen wird. Wie endet ein Kerl wie Sie der Armee? Eine simple Idee. Die Armee bietet finanzielle Sicherheit und reichlich Vorzüge für ein beträchtliches persönliches Risiko. Aber nur an der Front. Wenn die eigenen Leistungen zu schlecht sind, wird man entlassen. Sind sie zu gut, wird man an die Front geschickt. Ich muss also nur auf dem Gradienten mittlerer Leistung bleiben und bekomme einen bequemen Posten ohne Arbeit, meilenweit von der Front entfernt. Ich glaube, du bist hier direkt an der Front, du Hacke. Tschüss. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass wir später noch einmal konferieren werden. Ja, das scheint wohl so. Man kann ja nicht immer Glück haben. Halt, es wird jetzt noch nicht gefordert. Oh, Hanran. Howdy, toll, Sie zu sehen. Hanrahan. Sergeant McCready hat mich gebeten, über Ihren Trupp in Form zu bringen. Mit mir? Naja, ich kann Ihnen sagen, was dieser Trupp braucht. Ein bisschen grundsolide menschliche Nettigkeit. Was soll das heißen? Die Leute reden einfach nicht miteinander und ständig sind alle immer sauer auf die anderen. Ah, das klingt ja wie heutzutage auf Twitter. Ich soll dafür sorgen, dass ich die Eigenbrötler besser verstehen? Das wäre super. Aber die würden Sie wohl nicht mehr ernst nehmen, wenn Sie wissen, dass das mein Vorschlag war. Denken Sie lieber nochmal drüber nach. Und ich hoffe wirklich, dass Sie überzeugender sind als ich. Sonst werden die gar nicht zuhören. Okay, ich versuche, Sie davon zu überzeugen. Okay. Können Sie mir mehr etwas über Ihre Kameraden sagen? Ganz nette Leute. Von Point Extra weiß ich, wie man Feuerwerk macht. Raz macht mir manchmal Angst, aber halb so schlimm. Er hat ein hartes Leben. Erzählen Sie etwas mehr über sich. Nun, ich wurde auf einer Farm in Kalifornien geboren. Nichts Großes. Ich, Ma und Pa, meine zwei Schwestern und rund 15 Hektar Mais und Brahmin. Wir hatten nie wirklich Probleme, bis auf ein paar magere Jahre. Dann ging ich zum Militär und wurde hierher nach New Vegas geschafft. Was halten Sie von Camp Golf? Oh, gefällt mir gut. Der See ist echt hübsch und diese Leute von der Legion stören uns nicht arg. Dann ist ja echt Glück. Wie sind Sie zur Armee gekommen? Naja, wir hatten vor einigen Jahren ein paar schlechte Ernten hintereinander. Pa meinte, er kann keine drei Kinder ernähren. Als Ältester ging ich zur Armee, damit meine Schwestern was zu essen haben und wir nicht alle von Raidern getötet werden und Jesus uns liebt. Passt schon, würde ich sagen. Aber ich mag das Kämpfen nicht besonders. Tja, warum haben Sie solche Angst vor den Kämpfen? Ich habe keine Angst. Ich tue Leuten nur ungern weh, das ist alles. Meine Ma sagte immer, Junge, du bist der Größte und Stärkste, also benimm dich. Jeden Tag hat sie mir das gesagt und ich habe es mir wohl zu Herzen genommen. Na gut, tschüss. Tschüssi. Hey, Poindexter.
Sie haben exzellente Arbeit dabei geleistet, sich bei ranghohen Entscheidungsträgern beliebt zu machen. Das ist wohl Teil eines größeren Plans, oder? Ich würde sagen, ja. Und was schlagen Sie vor? Vielleicht sollte ich schummeln. Ein faszinierender Vorschlag. Die Bereitschaftsberichte der Kompanie werden ins Computersystem eingespeist. Durch ein Hacken des Systems könnten unsere Berichte verändert werden. Ein solches Vorgehen würde jedoch verhindern, dass der Trupp echten Einsatz zeigt. Wenn das aber ihr eigentliches Ziel ist, brauchen sie Alternativen. Ich mach's, Arbeit wird sowieso überbewertet. Vielleicht frage ich lieber noch ein wenig rum. Wie Sie wünschen. Ich bin sicher, dass sich die optimale Lösung bei Zeiten zeigen wird. Hast du immer den gleichen Sprüche? Tschüss. Ich habe irgendwie... Ja, was auch immer. Laber mal nicht so viel, Junge. Was, die sind jetzt dahinter? Ja, okay, gut. Leute. Halt. Hört ihr nicht den Lärm? Was wollen Sie, Partner? Hey, Raz. Was einen besseren Trupp-Bereitschaftsbericht anbelangt. Wie gesagt, Sie besorgen den Saft, dann kann der Spaß beginnen. Wie bitte was? Wenn Sie mich mir genau überlege, was... Was auch immer. Ja, frage Sie mich selber gerade was. Wissen Sie etwas über Ihre Kameraden? Wir reden meistens nicht viel miteinander. Point Extra ist ein verdammter Klugscheißer. Ja, das stimmt. O'Hanrahan ist ein Weichei. Der bringt im Gefecht null. Und Max... Naja, Max' Talente liegen nicht wirklich im Bereich Militär. Verstehen Sie? Nein, verstehe ich nicht. Bezaubernd gut zu wissen, dass der Teamgeist in Topform ist. Scheiße, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht sollte ich Ihnen eine Chance geben. Was ist Ihre Geschichte? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Bin im Westen aufgewachsen, im Boneyard. Schon mal davon gehört? Nein. Ja, das haben nicht viele. Kein wirklich guter Ort für Kinder. Ich bin der Armee beigetreten, um da rauszukommen. Meine Familie lebt immer noch dort. Aha, können Sie mir etwas über Camp Golf erzählen? Was wollen Sie wissen? Das hier war mal ein Ressort für reiche Säcke, damals, vor dem Krieg. Jetzt nutzen die Ranger das alte Ressort und das Kanonenfutter darf in Zelten hausen. Typisch. Und warum sind Sie in der Armee? Ja, hat er doch gesagt. Scheiße, Süße, es gab die Wahl zwischen dem hier und den Unholden. Und Unholde halten in der RNK nicht lange durch. Wenigstens sind die Jungs mit den dicken Hosen und den Topknarren auf meiner Seite. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Tschüss. Okay. Hallo. Hallo. Freut mich, dass Sie dem Tod auch weiterhin von der Schippe springen. Haben wir es schon mal gesehen? Erzählen Sie ein wenig über sich. Schnell erzählt. Aufgewachsen in Ureno, der Armee beigetreten, wollte Ranger werden. Nicht geschafft, jetzt gehöre ich zu diesen Witzbolden hier. Witzbolder, okay. Und warum wurden Sie nicht bei den Rangern aufgenommen? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich die schlechteste Einheit der ganzen RNK-Armee an den Hacken habe. Könnte es was damit zu tun haben? Klingt nicht so, als ob Sie Ihren Kamerad besonders gut leiden können. Ja, ich meine, nein, Sie sind menschlich in Ordnung. Aber Ihnen ist alles egal, wissen Sie. Sie haben keinen Ehrgeiz, keine Motivation. Sie sind furchtbar nachlässig. Und das wirft ein schlechtes Bild auf mich. Aha, vielleicht sollten Sie durch Vorbild führen, anstatt über Sie zu lästern. Meinen Sie wirklich? In drei Teufelsnamen einen Versuch ist es wert. Wegen der Verbesserung. Ja, was ist damit? Wie gesagt, müssen wir besser schießen und mit Sprengstoff umgehen können. Dann auf den Schießstand mit Ihnen. Ja, warum nicht? Sind Sie sicher? Ich kann Sie dazu bringen, dort anzutraben, aber die Kerle sind echt faul. Ich weiß nicht, ob Sie sich was sagen lassen werden. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade eigentlich mache. Ja, packen wir es. Sie sind der Boss. Ja, das glaube ich ihr nicht. Hey, Point Dexter. Gut. Hey. Es ist ein langer Einsatz gewesen. Ich kann nur noch daran denken, nach Hause zu kommen. Ach Quatsch, halt's Maul. Gehen jetzt hin. Was ist da oben? Also, er geht jetzt hier rüber zum Schießen, okay? Ja, dieser Lan. Echt, die gehen wirklich um einen herum. Sehr lustig. Ja, Raz. Tatsächlich. Schön, Sie bei uns zu haben. Schön, Sie bei uns zu haben. Gut gemacht. Okay, alle haben sich aufgestellt und sind abmarschbereit. Irgendwelche Vorschläge? Bezieht Positionen, wo ihr euch gegenseitig decken könnt. Konzentriert bleiben. Ihr habt sie gehört, Leute. Konzentriert euch. Zeit lassen, zielt genau und gebt euer Ziel an eure Truppkameraden durch. Ich hab den auf 11 Uhr. Raz, O'Hanrahan, nehmt die zwei rechts. Point Dexter, die Mitte.
Ihr werdet nie was treffen, wenn ihr durch deine Richtung schießt, wild herumballern. Ich bin mir nicht sicher, dass das so hinhaut. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Gar nicht schlecht gelaufen, was? Das war... was? Danke, dass Sie es wenigstens versucht haben. Da draußen. Aua! Meine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen Nuklear... Sie haben exzellente Arbeit dabei geleistet, sich bei Rang... Ja. Was? Erzählen Sie mir von sich? Wie endet ein Kerl wie Sie mit der Armee? Meine Sim... Wenn... Okay, erzählen Sie von sich. Haben Sie das Sagen? Sprache, da Sie so respektiert sind, könnten Sie mir vielleicht helfen, diese Einheit in Form zu bekommen? Sie appellieren direkt an mein Ego. Eine zugegebenermaßen effektive Taktik. In Ordnung, ich werde helfen. Aber nur, weil ich herausfinden will, ob das überhaupt möglich ist. Ja, ist mir egal, tschüss. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass wir später noch einmal konferieren werden. Zu Owen Henren zurückkehren. Howdy! Toll, Sie zu sehen. Wie läuft es mit der menschlichen Nettigkeit? Junge, die Zusammenarbeit des Trupps hat sich enorm verbessert. Ich glaube, dass das alles doch noch ein super Ende haben wird. Gut, super. Alles klar. Tschüss. Okay, jetzt habe ich das mit dem Tschüss jetzt nicht gemeint. Ah ja. Da haben Sie wieder Spaß im Schießen, so. Einfach mal einen Tritt in den Hintern. Dann passt es doch. Okay. Gut, dann sind wir hier erstmal durch. Denke ich mal. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Fernziel ist ja eh ganz da hinten. Weltkarte. Also, wir müssen erstmal die Aufgabe wieder auswählen, natürlich. Ja, das ist eigentlich relativ gehen direkt drauf zu, quasi. Hüpf. Okay, Waffe wieder raus. Was krabbelt denn da? Hat das eine Krabbe oder was? Rechts oben in der Ecke. Wieso bleibt die stehen, wenn ich stehen bleib? Ach, das ist keine Krabbe, das ist ein Stück Fleisch, was da schwebt. Von irgend so einem Seelorg. Naja, die Cazadora. Das riecht wieder nach Heidenspaß. Aber meistens sind die ja schon, wo was Interessantes ist, oder? Ich glaube schon. Ich hoffe, es sind nur zwei. Nein, es sind natürlich mehr. Ja, das sind ja miese Quoten, alter Schwede. Was, Flügel 9%. Na ja, gut, 9%. Du hast aber getroffen, das ist gar nicht so schlecht. Toll, hey, ihr beiden, könnt ihr vielleicht helfen? Ja, super. Ja, dann essen wir halt einfach ein paar Sachen. Warum nicht? Wieso Notfallsender essen? Ist bestimmt lecker. Was haben wir denn sonst noch, was hier so lecker ist? Sanse Zapparella. Sag mal, wo seid ihr denn? Ah ja, der Buhn ist zumindest wieder da. Vielleicht sollten wir dann doch mal einen Stimmpack nehmen. Okay. Wo ist denn eigentlich der Eder? Ach, wir sind noch lange nicht durch anscheinend. Hat sich's gelohnt? Natürlich nicht. Was ist da vorne wieder? Ja, wir haben kein Gegengift. Kein Gegengift. Atomcocktail, ne, das bringt uns nichts. Alle Körperteile wiederherstellen. Der moderne Arzt, Fixer, Heilpulver. Hat das was bewirkt? Nö.
Ich hätte ja so lange gerne mal da langsam das Gift nachlassen. Ja, wie ist denn das hier? Ja, ich würde es gerne loshaben. Temporäre Abkehrigkeiten entfernen, okay. Körperteil wiederherstellen. AP plus 15, Schadenresistenz, Mentats. Bringt uns alles nichts. Schaden plus 25. Nee, eigentlich nicht. Nutzen Sie Stimmpack. Das haben wir gleich. Ja, der Rumpf ist immer noch das beste Körperteil. Hallo? Hast du was getroffen oder was? Zurück in den See. Was war das? Es ist extrem hell an. Ja, hier wird das wieder alles mit hoch. Da kommt wieder Fischer Stolz Hütte. Ach, guck mal, wer wieder da ist, hm? Mr. Ede. LGM-Munition, echt? Ja, Putzmittel, das hilft uns nicht. So ein Gegengift wäre halt der Hammer. Ja, Lackierpistole, genau. Verdammt. Das Gift lässt nicht nach. Toll. Hey, willst du einen Toaster? Verdammt. Sonstiges bitte. So, raus damit. Ja, ja, ja. Hier könnte man eine Harmonika mitnehmen. Bringt uns alles nichts. Was ist denn das? Toll, ich sehe ja nichts. Okay. Stadt. Silberblatt, Kopfbedeckung, Fixer, temporäre Abhängigkeiten entfernen. Sind wir jetzt mal durch? Nur die Stange Zigaretten bitte. Was ist da hinten? Pugilismus aktuell. Okay. Was ist das? Ach, leck mich doch am Arsch. Ach, ständig fliege ich aus dem Spiel raus. Waffenlos um 3 erhöht. Ja, das ist natürlich wichtig. Sind wir jetzt fertig hier oder kommt da noch mehr von diesen... Okay, weißt du was? Du schläfst jetzt mal eine Stunde. Das ist ja furchtbar. Guck mal da irgendwie auf die Plattform. Wer weiß das schon. Ach nö, doch mehr von diesen Spinnern. Okay. Wir nehmen einfach nur die Punkte mit. Das müsste ja auch funktionieren. Hey. Ach, guck mal, da kommt ja noch einiges aus dem Wasser. Mutierte Tiere, echt? Das sind Tiere? Wieder in den See, Junge. Der Kopf hat 8%. Das ist schon eine extrem hohe Chance. Oh, danke. Alter Schwede, war das knapp. Nein. Ja. Na toll. Wie bitte was? Warum ich jetzt nur so langsam? Okay, das war noch mit der... Mit der Animation hing das noch zusammen.
0%, okay, das hilft uns nichts. Kopf, 9%. Warte mal, der Flügel sieht eigentlich besser aus. Halt! Was haben wir jetzt mit dem Kopf? Jetzt ist der Kopf noch besser. Okay, alles klar. Okay, so kommen wir da nicht durch. Brauche ich doch die Akkupistole. Hier kommst du nicht. Junge Katzator. Nachladen. Was? Ja. Komm, lad nach, genau. Und nur? Ja, noch ein Punkt. Yes. Da hast du erwischt. Ach so, weil die leer war, okay. Deswegen hat das so lange gedauert. Das haben wir gleich. Okay. Hier entkommst du nicht. Ruhen. Ach, nicht schon wieder. Ja. Oh ja, Zeitlupe. Buhn. Mal gucken mal. Hier war da Agavenfrucht. Leute. Ja, in der nächsten Folge gehen wir weiter in die Richtung zum, wahrscheinlich werden wir dann den Bravo, den Ranger Station Bravo erreichen und damit auch Return to Sender abschließen. Ich habe keine Ahnung, was es da oben ist, aber das ist wohl nicht zu uns gehören. Vielleicht gehört es zu Legion, aber auf der anderen Seite ist das der Hoover Dam. Ja, werden wir dann sehen. Vielleicht gehen wir da auch noch hoch. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.